Hallo und recht herzlich willkommen zurück. Let's Play GTA 5. Mit dem guten Trevor sind wir hier im nächsten Missionsgebiet angekommen und wir haben Wade, den lispernden Schwachkopf, dabei. Das ist nämlich wieder das Gebiet der Biker. Lost nennen sich die ganzen. Das kennen wir ja eigentlich auch schon. In GTA 5 waren ja auch schon die Lost and Damned am Start. So, okay. An den Wohnwagen sollen wir Haftminen platzieren. Dann machen wir das doch einfach mal. Haftminen. Haftbombe! Okay, die erste haben wir. Wir müssen uns da jetzt so ein bisschen anschneiden. Oh, blinkt aber auch ganz schön. Fällt ja gar nicht auf. So, ich hoffe mal, jetzt steht hier um die Ecke nicht unbedingt irgendein Biker. Plopp, okay. Weiter geht's. Ziemlich mieses Wetter gerade. Aber das soll uns nur helfen. Okay, an den Wohnwagen muss nichts. Aber an den nächsten, dafür müssen wir hier über den Zaun. Okay. So, dann haben wir jetzt hier vorne irgendwo einen bösen Jungen. Ach, verdammt, sie haben mich entdeckt. Ich kann nichts machen, hallo? Okay, also werde ich mich hier doch wieder durchschießen müssen. Wow. Okay, ja. Mist. Ja, ich hatte leider auch noch keine Gelegenheit, mal wieder in einem Ammunition vorbeizuschauen, um mich mal mit ein bisschen Panzerung auszustatten. Aber gut, jetzt wissen wir ja, wo die bösen Buben sind. Gehen wir es nochmal entspannt an. So, hier kommt eine Mine dran. Da vorne kommt eine Mine dran. Ja, Mist. So, durch den Regen und durch die Nacht sehen wir natürlich jetzt auch selber nicht so wirklich, wo böse Jungs sich herumtreiben. So, hier müssen wir wieder über den Zaun. Zack, da eine Mine angebracht. Und ich würde sagen, wir klettern jetzt einfach mal hier hinten rüber. Dann können wir nämlich einfach die Jungs umgehen. So, nicht verletzen. Okay. So, hier soll auch eine dran. Klappt das? Perfekt, genau. Oh Gott, jetzt fällt der Idiot da runter. So, nur keine Aufmerksamkeit erregen. Schon alles ziemlich matschig hier. Ah, da sind ein paar böse Jungs. Klettern wir hier hinten mal so über den Zaun, dass sie uns nicht entdecken. So. Gucken, ob das von der Wurfreichweite aus hinkommt. Ja, genau. So, löse die Haftbomben.
Perfekt. So, kehre zu Wade zurück. Machen wir doch. So. Okay, hauen wir ab. Ein bisschen Krach sollen wir natürlich noch machen. Okay, und wir sollen wieder fahren. Auf geht's. Hat auch wunderbar funktioniert. Uff, eieiei, fahre ich mich hier am Stein fest. Auf geht's. Was macht er denn mit dem? Meine Güte. Warum hängt jemand freiwillig mit dem Trevor ab? Der hat doch einen absoluten Dachschaden. Da bin ich mal gespannt, wie die Geschichte ausgeht. Hier hat man eine wunderschöne Aussicht. Okay. So, zwei Landeier fahren also in die Stadt. Ein Typ, der nicht richtig reden kann und einer, ja, der bei der kleinsten Reizung sofort an die Decke geht. Yeah. So stelle ich mir hier ein Panorama von einer Stadt vor. Das gefällt uns doch schon mal sehr, sehr gut. So, Michael. This is where dead men come back to life. Been nearly 10 years, but you'll keep for another day or so, huh, old friend? You motherfucking fuck! I grieved for you. You weren't even fucking dead. You were my best friend. Well, guess who's coming to shit on your doorstep, you fuck! Cousin Floyd don't live here. Na, das wird ja wohl mal ein wunderschönes Zusammentreffen. Trevor trifft auf Michael. So, das ist Apartment von Wades Cousin. Da geht's als erstes hin. Was läuft denn so im Radio? Ah, yeah, yeah. Where were we? Right, 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 right.
So, this kid, he could fly planes. So, he signed up for the Air Force to fly all day long and bomb villages and maybe, just maybe, drop the nuke. And it was all going well until one day, just before he got his wings, an evil witch in charge of psychological evaluations told him he was unstable and grounded him for life. That's terrible. It was. Sent him into a deep pit of doubt. Ah, das klingt so wirklich nach der Geschichte von Trevor. Trevor war also scheinbar mal bei der Air Force. Natürlich, bevor er komplett ausgeklinkt ist. He sat under his bridge, robbing anyone who passed him by. Sometimes he'd go into town and rob the shops and inns. Ich fühle mich irgendwie so ein bisschen fehl am Platz mit meinem Auto. Hier wirklich so eine komische Karre vom Land, während hier alle mit ihren blank polierten Mercedes BMW Verschnitten herumfahren. Falsche Trolltitten, okay. Hoppla. So, jetzt sind wir gleich da. Okay, wo geht's denn hoch? Irgendwo hier ist eine Treppe. Irgendwo hier zwischen, oder? Ah ja, hier, perfekt. Floyd, it's me, Wade. Who? Me, Wade, your cousin. Who? Your cousin. Fuck! He's come to visit you, you rude fuck. Now get up off the floor and fix me a fucking drink. Oh, you Wade. I heard you was off smoking meth somewhere. No, not somewhere. Here. He's gonna smoke meth here. Give me a fucking lighter. You can't smoke here. Okay. This is my girlfriend's place. She's at a business conference. You can't smoke here and you can't stay here. How's it going, cousin? It's been a while. Yeah, I ain't seen you since you was caught in Evelyn's bed. A guy we've never proved. You gotta go. Both of you. My girlfriend? She'd kill me if she knew I had guests. Well, it's not much of a girlfriend if she don't like your family. Now, would you get me a fucking drink? I'm not gonna ask you again. Oh, yeah, okay. Wait, I ain't got no booze. Well, then you go out and fucking get me something. You go too. Fuck. Okay, hier haben wir einen Unterschlupf. Können wir zum Speichern nutzen. Frosch im Hals gibt's gratis dazu. So, ja, das hier wird wohl die Freundin vom guten Floyd sein. Ich habe schon bessere gesehen. Aber gut. So, gehen wir jetzt mal schnell speichern, wenn wir das Bett finden. Da hinten. So, jetzt können wir auch wieder wechseln. Alle drei Hauptfiguren, Trevor, Michael, Phillips. Das ist gar nicht unser Bett, wo wir wirklich pennen können. Da hätten wir ein Klo. Ah, hier können wir uns hinlegen, um zu speichern. Macht er auch einfach wie zu Hause. Aufwachen werden wir erstmal nicht. Weil, ja, der Wecker ist nicht so wirklich eingestellt. Wir sehen es, auf dem Nachttisch blinkt's. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns aus diesem Part. Die Sonne ist in Los Santos aufgegangen. Und wir schauen mal, was als nächstes für eine Mission ansteht. Schaltet wieder ein, es geht spannend weiter mit GTA 5. Bis dann.